Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt der zweite Teil am Dienstag. Ein bisschen fehlt uns noch. Händler, große Tierkadaver spenden und noch ein perfektes Tierchen. Und Waren an örtlichen Käufer verkauft. Sammler, fehlt uns ein. Oh, fehlen uns noch zwei Schnapsflaschen und eine Tarotkarte. Schwarzbrenner, noch eine Mission. Das werden wir wohl schaffen. Und Naturkunde. Ja, 24 Stunden kein Tier getötet. Das wird nix. So, dann bestellen wir jetzt hier Waren. Damit er weiterarbeiten kann. Und dann würde ich sagen, düsen wir mal zur Emerald Ranch. Oh, da unten ist die Aufräumaktion. Die machen wir doch zuerst. Da wollen wir uns erstmal stärken. Ja, genau. Essen kochen muss ich gleich im echten Leben auch noch. Sonst gibt's heute nichts. So, ein Pferdetonikum sollten wir auch noch benutzen. Was haben wir da? Hier, komm, einer mit. Zack. Oh, die Knarre ist schon ganz schön abgeranzt. Die machen wir auch erstmal schick. So. Gucken wir mal, ob wir hier was aus der Ferne erledigen können. Ist das einer von den Jungs oder ist das ein zufälliger? Egal. Das war einfach ein zufälliger Typ. Da halten wir jetzt erstmal einfach aus der Ferne rein. Und erledigen schon mal ein paar von hier aus. Ja gut, man muss auch treffen. So, dann wechseln wir mal die Knarre. War schon ein bisschen abgeräumt. Das war jetzt ja nicht so kompliziert. Damit haben wir die dritte Schwarzbrenner-Mission auch durch. Oh, Waffenöl. Ich sollte vielleicht demnächst vorher einfach alle Waffen putzen. Und dann hoffen, dass die Jungs hier genug dabei haben. Nochmal Waffenöl, das ist ja noch besser. Was? Ach so, ich habe den Falschen geplündert. Ja klar, ich hatte ja hier aus Versehen einen Unbeteiligten umgelegt. Ja gut, da sollte man natürlich drauf achten, ne? So, den hatten wir schon, den hatten wir noch nicht. Ist natürlich auch der Falsche, aber was soll's. Ja, keine Schnapspulle, ne? Oh, das ist ja der nächste Hampelmann. Oh. Schießt zurück. Das gibt Ärger. Den erwischen wir nicht mehr, glaube ich. Kommt, wir machen uns vom Acker. Jetzt ist es passiert.
Schnell weg hier. Flüchten wir mal eben hier in diese Richtung. Moment mal. Oh. Was hat er denn für Probleme? Ich kann jetzt bestimmt deswegen keine Hilfe anbieten, weil ich noch gesucht werde. Na, jetzt ist es soweit. Na super. Please, it ain't too far. Ja, komm, sag an, wo musst du hin? You will? I don't like this place one bit. Gives me the chills. If you can get me to Blackwater, I should be good from there. Ja, zwar falsche Richtung, aber klar. Weil jetzt, wo wir nicht mehr gesucht werden, da. Und dann können wir da auch checken. Da noch eine Tarotkarte liegt oder sogar eine Schnapsflasche. I don't know. That spot, it's always given me a bad feeling. Been burnt up like that for years, long as I can remember. Heard there was Indians living there at some point. Jetzt werde ich hier auch noch vollgequatscht. I ain't a superstitious feller, mind, but every time I go past that road, I don't know. Almost like the air cools around you. Ja, das war ein unheimlicher Ort, ne? Healthy horse too, all his teeth, just ups and dies. Now that's just strange. I ain't superstitious. But like I say. All right. Nice to be back in town. Mein Gott, wo will der denn hin? Ah, hier. Mann, bin ich heute nett. Aber das Kopfgeld werden wir trotzdem haben. Jawohl, 10 Cent haben wir trotzdem an Haken. Hey, what's your business with that man? So, müssen wir erst hier eben gucken, ob hier noch was. Da ist tatsächlich was zum Ausbuddeln heute. Ja, das ignorieren, das müssen wir jetzt mal ignorieren hier. Mal hier im Checken. Heute. Aha! Da liegt mit Glück eine Pulle. Jawohl. Machen wir uns hier mal vom Acker. Düsen dann mal eben zur Ranch. Ich denke, ich mache einen separaten kurzen Teil für die wöchentlichen Sammlerstücke von der Madame. Das ist dann für alle die, die sich so eine ganze Folge anschauen wollen. Und dann kaufen wir auch Landkarten nach. Jede Menge Points sammeln für den nächsten Rangaufstieg. Ja, irgendwann müsste ich auch mal angeln. Schade, schade. Ich hatte gehofft. Hier sind ein paar Vogeleier. Ja.
Dann nicht. Sollen wir oben mal eben an der Station noch gucken. Tarotkarte ist, sonst öffne ich dann nachher mal zumindest für die Schnapspullen eine Karte. Ne, da oben ist auch nichts, das gibt's doch nicht. Ich muss doch noch eine poplige Tarotkarte finden. Gar nichts, das gibt's doch nicht. Hab ich nicht noch eine Schatzkarte hier? Von der abgefackelten City. Flussbiegung, tralalalalalala. Niedergebrannte Stadt, so. Da sind wir ja gerade. Da sind wir, da ist die Stadt. Denn manchmal ist auch dort eine Flasche oder zumindest eine Tarotkarte. Schatz. Ein bisschen Geld noch verdienen hier. Und eine Auszeichnung. Naja, gut. Geld gab's genug. Aber leider wenig Gold. Hier ist heute auch nichts. Gar nicht. Nein, 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 das war falsch. Das, oh mein Gott. So. Denn hier an dem, ja, weiß ich nicht, ist das ein Ortsschild? Da ist manchmal auch was. Kommt auf zur Ranch. Ich würde ungern noch eine Karte verballern, wirklich. Na klar, hier liegt auch keine. So, da haben wir zumindest eine Tarotkarte. Aber keine Pulle. Ist auch keiner. Oh Mensch, hier muss man noch einen Detektor rausnehmen. Dann verschnacken wir noch mal eben alles, was wir in der Tasche haben. Remember you. Passed through here some time ago, huh? All right, take a look. Oh, you got something for me? Oh yes. People lose these all the time. Pleasure doing business. So, dann. Ich glaube, wir brauchen ja nur noch eine Flasche. So, Sammler. Eine Pulle noch. Na, kommt. Für die eine Flasche. Dann suche ich mich ja hier dumm und dämlich. Ah, ja, 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 das ist die da oben an der Ecke. An dem Wagen. Die holen wir uns.
Nee, falsche Knarre. Ich würde ja noch so einen perfekten Waschbären oder so mitnehmen. Also irgendwas Kleines. Ah, nee, der ist schon abgehauen, der Hirsch. So, was haben wir da? Ja, auch nicht. Hier die falsche Waffe gewesen. Das gibt's doch nicht. Oh, die ist perfekt. Ja, wieder nicht aufgepasst. Was müssen wir überhaupt noch machen? Ist noch jede Menge. Das heißt, wir sammeln ein perfektes Tierchen ein. Was ist da los? Oh, da ist eine Schatzkarte. Hoffe ich. Ja klar. Zeige ich euch auch eben nochmal. Wo ist das? Genau hier. Schon wieder eine Schatzkarte für Lau. Will er nicht. Niedergebrannte Stadt, ja, das ist... ja, Mensch, super, dass wir die gerade eingelöst haben, was? Auch noch was ausbuddeln. Ja, so kommen wir nicht weg, ne? Aber. Ja, 17 Minuten. Wir sammeln jetzt die Schnapsflasche. Dann geben wir noch das perfekte Tierchen ab. Dann bringen wir noch ein großes mit. Zustand wäre ja dann egal. Dann, wenn ich richtig aufgepasst habe, haben wir es ja auch erledigt. Wie gesagt, Zustand spielt ja keine Rolle. Wir haben ja die perfekte Bisamratte dabei. Und dann ist der zweite Teil auch fertig. Vielleicht mache ich heute noch ein bisschen Story. So, da an diesem verlassenen Wagen. Oh, da hinten ist noch ein perfekter Hirsch. Jetzt nehmen wir erstmal die Whiskypulle. Ein perfekter Hirsch, Quatsch. Ein legendärer, was erzähle ich denn? Also zumindest vom Geräusch her. Da. Eben einmal verfolgen, falls ich das noch nie gemacht habe. So. Ja, den nehmen wir jetzt nicht mit, sondern nur das Fell. Freier Lagerplatz. Warum nicht? Wieso geht denn das hier nicht? Ich will doch nur nach Hause.
freier Lagerplatz. Das kann doch nicht wahr sein. Dann machen wir es anders. Dann verkaufen wir mal eben kurz das Fell des legendären Hirschen hinten bei Gath und machen von da aus den Abflug nach Hause. Deswegen hier den Detektor raus, weil hier manchmal was ist. Jetzt hoffen wir mal, dass kein Zug kommt. Das kann man in der Online-Variante ganz gut machen. In der Story muss man aufpassen. Da kommt er nämlich gefühlt deutlich häufiger. Da hört man ihn schon. Had some luck out there, huh? Feel free to peruse the wares. So. All right, what have you got? Das verkaufen wir mal eben. Ich hoffe. Ja, hier geht's sehr gut. Ab nach Hause. Told you this business malarkey was a piece of cake, didn't I? We are flying high now. Dann schauen wir mal. Jetzt hat er wieder Platz. We're well stocked for the time being. Beautiful. I suppose this will do. So. 6 perfekte Tierkadaver abgegeben. Und das bedeutet, jetzt müssen wir nur noch 5 große abgeben. Und jetzt ist sogar es clever, dass der Zustand eigentlich gefühlt miserabel ist, ne? Denn sonst können wir die gar nicht abgeben. Jetzt noch hier so ein paar Gabelböckchen oder so. Und bloß kein Puma. Ach, was soll's denn? Ach, krieg ich den jetzt überhaupt hier aufs Pferd gepackt? Ja doch, ich komme hier drüber. Wölfe wären gut, ne? Weil die bringen nicht so viel. Was soll man denn da stehen? Bitte. Bitte. Ja gut, das bringt nichts. Docks are looking good. Schlecht. Und schlecht ist in diesem Fall gut. Ja. So, was haben wir da? Oh, da können wir mal hinterherpflastern. Ja, oder so.
Oh ne, das ist noch zu gut. Das ist... Das machen wir nicht. Weil das kann nämlich aus Versehen perfekt werden. Und das muss schlecht sein. Aber wenn der zufällig perfekt würde beim Abgeben. Dann. Langsam. So. Gut, schlecht nicht ruinieren, ne? So. Aber es könnte knapp werden, ne? Oh ja. Supplies are looking healthy right now. Okay, this will have to do. Ah. Geht. Ja, Kojoten bringen uns nichts. Das sind mittlere Tierkadaver. Wir brauchen große. In schlecht. Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Brauche ich jetzt noch zwei oder eins? Das ist immer noch gut. Schlecht reicht aber. Gut, man muss auch treffen. Und dann haben wir die neuen Rollenherausforderungen auch schon erledigt. Können wir in der nächsten Folge direkt ausliefern. Supplies are good. I'm a happy man. I'll take whatever I can get. So, da steht's. 9 Rollenherausforderungen erledigt. Das Kopfgeld können wir auch mal löhnen. Und die nächste Lieferung abholen. So. Sind nur noch 3 Sachen übrig. Wieder getrampelt. Okay, Mission für Formen und Spielanrufe. Das wird ja eh nichts. Ja dann. Können wir ganz entspannt Schluss machen nach knapp 30 Minuten. So, das war der 2. und letzte Teil am Dienstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.